Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße dich herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Und die Rakete ist angekommen. Sehr schön, die lassen wir mal hier landen. Unsere Touristen wollen noch nicht zurück. Wundert mich ehrlich gesagt. Dabei können sie jederzeit starten. Ich wäre echt glücklich, wenn die das machen würden. Wo bist du? Und du hast. Du hast Beton dabei. Willst du es ausladen oder umpacken? Entlade die mal. Nein, mach das nicht. Genau. Ach ja, ich wollte dich runterschicken. Wow. Ich habe alles. Scheinbar habe ich alles vergessen, was ich machen wollte. Dabei war es gerade erst gestern, wo ich aufgenommen habe. Du hast auch irgendwas geladen, Beton? Was so einen Tag ausmacht. Entlade es mal hier. So. Wir haben wieder ein paar Komponenten. Hier arbeiten auch wieder ein paar Leute. Ich könnte da sogar ein bisschen mehr freigeben. Paar Geologen haben wir jetzt ja. Wir haben auch einige Leute. Vier Kinder sogar, vier Jugendliche. Senioren werden weniger. Ist ja auch irgendwie klar. Freie Wohnplätze 6, Kindertagesstätte 5, Hotelplätze 15, Seniorenplätze 9. Es wurde repariert und ihr wollt wohl noch nicht nach Hause. Ja, warten wir mal, bis die Rakete hier aufgeladen ist. Dann schicken wir die andere los. Da kriegen wir schließlich Geld. So. Ah, hier gab es nichts Relevantes mehr. So können wir mal hier ein bisschen weiter erkunden. Mit unserem schönen Scanner. Als nächstes würde ich dann auch noch eine weitere Bahnstrecke einmal hier hochführen. Und zwar hierhin. Oder nicht als nächstes, aber demnächst mal. Hier ist ja richtig viel. Da ist ja kaum was. Qualität sehr hoch, aber nur 541. Lohnt sich ja kaum. Qualität hoch. Ja gut, bessere Qualität ist da oben. Vielleicht kriegen wir da eine bessere Ausbeute. Wir produzieren genügend Strom. Für 18 Stunden gespeichert. Zur Not können wir auch noch mehr aktivieren. Okay, wo sind die beiden? Da ist der erste. Dann kann er hier gleich das Eisen holen. Beschleunigen wir ihn mal ein bisschen. So. Dann holen wir das Eisen ein. Ich weiß, die machen das. Ach nein, die holen sich das ja direkt. Da kannst du dir das auch sparen. Und stattdessen. Ja, von hier oben wieder. Lad mal das Beton ein. Dann ist es weg. Ist noch nicht voll. Hier sind immer noch keine Touristen drin. Ja, ich muss ja die Rakete jetzt bereithalten immer. Da hat sich auch schon ein bisschen Gesteinsabfälle angesammelt. Das Eisen haben die schon aufgebraucht. Sehr schön. Dann kannst du Eisen holen und zwar von hier hinten irgendwo. Genau, da ist genug Eisen. Das passt dann auch. Ja, Ausladen dauert lange. So. Fahr mal hoch. Und hol das Eisen.
Okay. Hier haben wir auch sehr viele Gesteinsabfälle. Damit sollten wir mal irgendwas anfangen. Hier vielleicht alles planieren. Aber ich glaube, es ist außer Reichweite. Ja gut, das könnten wir auch ändern. Hier ist nichts. Casino arbeiten wenige. Das ist gar nicht gut. Vielleicht sollten wir dann das hier einmal schließen sogar. Machen wir mal. So verteilen sich dann besser. Machen wir mal niedrige Priorität und an. Und öffnen alles. Das sollen, wenn möglich, nur Leute arbeiten. Das dürfen alle, wenn wir hier über haben, dann sollen sie da arbeiten. Uns überlastet. Was ist mit euch, Touristen? Ihr wollt immer noch nicht zurück. Bist du auch gleich Startbereich? Ja. Dann schicke ich dich mal ab. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Oder muss ich direkt daneben landen? Das wäre ja was. Ja, Nahrung haben wir. So, wo... Ach, du fährst noch und du fährst auch noch. Gut, die bauen hier alles schön auf. Maschinenteile brauchen wir unten. Hier ebenfalls. Die können wir nicht wirklich liefern. Dass es immer angeht, das stört mich so ein bisschen. So. Naja. So. Okay. Maschinenteile. Elektronikteile, Maschinenteile sind beide an. Hier können wir. Machen wir alles mal eine Priorität runter. Und keine Einschränkung passt. Keine Einschränkung passt. Ja, es kann hier gut produziert werden. Hier machen wir auch mal eine runter. Priorität. Gut. Immer noch keine Touristen. Ich habe den Eindruck, die wollen nicht abhauen. Kann ich nicht, wirklich nicht mal sagen, du sollst dahin. Naja. Lass mir mal das Ganze schnell laufen. Das ist ein bisschen blöd gebaut, da so keine zweite Linie hier durchpasst. Aber geht schon. Die wollen nicht gehen. Naja, was soll's. Aber immerhin, es funktioniert mit den Liefersystemen. Die bringen alles schön dorthin, wo es gebraucht wird. Hier arbeiten jetzt auch richtig viele. Können eigentlich alles aktivieren. Das sollen ja eh nur Spezialisten arbeiten. Bergbau ist wichtig für uns. Haben wir noch, da haben wir gleich mehrere, sehr schön, und da ebenfalls. Hier würde ich gerne einen größeren Bahnhof bauen. Da können wir dann zwei arbeiten lassen. Da. Überfällig. Ach so, die wollen wirklich
dass ich direkt neben ihnen eine Rakete lande. Dann starte ich mal eine leere Rakete. Oder kann ich dich verschieben? Ich muss echt hier neben jetzt... Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie die Reichweiten sind. Das nächste, eine Handelsplattform brauchen wir nicht. Hier neben muss ich jetzt echt eine Landeplattform bauen. So. Funding received. Okay, dann bauen wir hier eine Landeplattform, lassen hier das Landen, die Rakete, sobald sie da ist. Und dich schicken wir gleich wieder ab. Okay, nicht alle sind glücklich, aber egal. So, ist fertig. Dann können wir hier oben noch eine Handelsplattform mal bauen. Wir haben ja noch keine. Setzen wir mal hier hin. Ist das eine Reichweite? Nein, wollte ich gar nicht. Wollte ich auch nicht. Gut, automatisch speichern ist in Ordnung. Ja, setzt mich hier eine Handelsplattform hin. Schadet ja nicht. Okay, also... Die Rakete muss echt hier gelandet werden. Und dann mit Treibstoff beladen werden, dann schicken wir dich mal zurück. Und gleich ist die Rakete da. So, okay. Landen. Immerhin geregelt. Okay. Und da ist niemand drin. Wartet auf Betanken. Ah, die sind ausgezogen. So, die verlassen jetzt den Mars und gehen zur Rakete. Genau. Das muss genau hier sein. Das wusste ich jetzt nicht. Bist du voll? Ja. Dann lade mal bitte hier aus. Du bist auch voll. Lade hier auch nochmal aus. So, muss betankt werden. Wir werden hier noch ein... Nicht Produktion, ein Lager reinsetzen. Ein Depot für Treibstoff. Da, Treibstoff. Setzen wir mal direkt hier hin. Wunschmenge 30. Das ist dann für eine Rakete. So, die wird jetzt auch beladen. Auch mit Exportgütern. Ja, passt. Touristen sind drin. Aber das passt schon. Ich hoffe,
dass der Treibstoff auch effizienter drüber geliefert werden kann. Sollte schon irgendwie gehen, aber dann lassen wir jetzt endlich verschwinden, die Touristen. Ich hab mich schon gewundert, dass sie nicht abhauen, aber ich wusste nicht. Gut, jetzt weiß ich es. Das muss direkt hier dran sein. Es ist auch gleich voll und dann starten wir direkt. Wenn keine Katastrophe passiert. Ich will es nicht beschwören. Ein Treibstoff noch. Okay, Start. Und weg mit euch. $83 Millionen und 9 Bewerber. Okay. Das geht. 3 Sterne, 3, 3,5, 3 und 3,5. Dann können wir uns tatsächlich weitere Touristen holen. Gut, es sind nicht alle glücklich. Aber es... Ja, es geht schlimmer. So, hol mal wieder hier die Ressourcen. Und du holst von oben. Hier. Laden wir den Beton ein. Wir können Exportressourcen festlegen. Bietet Ressourcen zum Export zu anderen Kolonien auf dem Mars. Also, wir können... Was können wir exportieren? Beton. Und wir brauchen Maschinenteile. Okay. Ah, wir können die auch umbauen. Wir brauchen hier gar nicht so viele. Wir könnten noch eine zweite Handelsplattform machen. Die bauen wir mal um. Dann bieten wir noch mehr Beton. Und wir brauchen elektronische Teile. Vielleicht klappt das ja so. So. Ja, hier geht's auch langsam voran. Maschinenteile fehlen. Den Rest haben wir. Metalle, Beton, Nahrung wird nicht hier gelagert. Na gut, Saatgut brauchen wir auch nicht, genau wie Treibstoff. Edelmetalle brauchen wir auch keine. Hier ebenfalls. Treibstoff. Saatgut. Okay. Lagert das mal um. So. Dann können wir uns eigentlich weitere Touristen wiederholen. Und ich weiß nicht, warum das jedes Mal wieder angeht. So. Ja, sollten wir machen. Wir sollten halt immer Touristen hier haben. Dann holen wir uns mal eine Rakete wieder. Passagierrakete. Wollen wir diesmal ein paar mehr Touristen nehmen? Spezialisierung. Wir wollen Touristen. So. Nehmen wir mal raus. Wir nehmen nur Touristen. Okay. Spezialisierung.
Okay, nochmal. Spezialisierung alle. Okay, so. Da haben wir noch mehr Touristen. Wir nehmen erstmal alle anderen raus. Geologen brauchen wir immer. Und dann holen wir uns einfach noch ein paar Touristen. Da, Tourist. Gut. Keine Spezialisierung, klingt gut, aber Veganer. Okay. Erwachsen nehmen wir. Geologe, klingt immer gut, aber Veganer. Wir bauen nämlich Fleisch an und da sind die nicht gerade begeistert. Gamer, Einzelgänger, passt. Religiös, passt. Keine Spezialisierung. Lebenskünstler passt. Vielleicht nochmal ein Botaniker. 12 von 12. Jetzt 2, 3, 4, 5 Leute. Ja, vielleicht sollten wir dann noch bald noch ein Haus bauen. Aber starten wir mal. So. 7 Touristen. Ja. Trotzdem starten wir. Theoretisch zu wenig Wohnraum. Aber wir haben 20 Hotelplätze. So, dann bauen wir noch mal ein intelligentes Haus. Oder zwei machen wir daraus. Hier zwei Häuser. Das sollte passen. Das ist zu groß. Wir brauchen demnächst wieder eine Kuppel. Und eigentlich bist du jetzt falsch. Dich müssen wir längs legen. Es sei denn, wir setzen hier eine Kuppel rein. Da ist nur die Deponie falsch. Dann machen wir hier nochmal eine große Mülldeponie hin. Und die schlachten wir aus. Und da die nächste. Ja, das wird jetzt alles entfernt. Aber dann können wir hier noch eine Zylinderkuppe hinbauen. So, dachte ich mir. Die können wir dann auch mit einem Tunnel verbinden. Da haben wir extra einen Platz gelassen. Ja. Kostet bloß verdammt viele Polymere und die haben wir nicht. Aber da dachte ich mir, können wir noch eine Kuppe hinbauen. Dann können wir noch auf die andere Seite eine bauen. Zu weit weg vom Drohnenkommandanten, aber egal. Und wir könnten noch hier eine hinbauen. Also wir können ein paar bauen. So, wir haben eine Forschung fertig. Kryoschlaf. Grubenlabor, das setzen wir mal rein. Obwohl, das dauert so lange. Nutzung des Erdreichs. Eine Farm unterirdisch. Wasserrückgewinnung. Reduziert den Wasserverbrauch. Sehr schön.
Ja, aber das soll es von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und seid am nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.